Hallo und herzlich willkommen auf der Claudio hier in Port Royal 4. Wir sind nicht auf dem offenen Meer unterwegs. Wir sind hier unterwegs vor der Küste von dieser wunderschönen spanischen Stadt auf dem Weg nach Maracaibo, dort unsere wundervollen Waren zu verkaufen. Und ich würde sagen, es ist an der Zeit, den ersten Teil unseres Plans in die Tat umzusetzen. Pardon, und ein paar weitere Städte anzuschließen. Denn wenn wir weitere Schiffe bauen wollen, dann brauchen wir hier auf jeden Fall Alkohol. Nichts geht ohne Alkohol, ohne einen ordentlichen Schluck aus der Pulle rum. Und wir brauchen natürlich Holz. Und ich habe in der Zwischenzeit mal geguckt, wenn wir nach hier gehen, das würde zu unserem Plan passen, dann gibt es hier Kleidung und solche Sachen. Aber hier vor allen Dingen gibt es in Tortuga eine Holzproduktion und Rum und Steine. Das heißt, mit dieser Handelsroute würden wir unsere Städte perfekt versorgen. Und da wir ja sagen, anhand des Bedarfs an der Route kaufen und verkaufen, glaube ich, ist das eine gute Idee. Allerdings werden wir dazu als allererstes nach Maracaibo gehen und unsere Handelsroute bzw. unseren Konvoi verstärken. Das heißt, wir gehen in den Hafen und werden hier in den Kaufen-Modus gehen. Und Schoner haben wir schon genug, Schaluppe auch. Und wir gucken mal in die Brig und die Bark. Der einzige Unterschied ist im Prinzip, dass die ein bisschen schneller ist. Ja, das heißt, die Brig ist ein reines Handelsschiff. Ja, wir haben ja zwei Schoner drin. Von daher ist es egal. Und die schaffen eh nur 10. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir das möglicherweise jetzt ausbauen. Und das ist die Lieferung. Und jetzt schon mal zwei Barken kaufen und die Schoner dann Stückchen für Stückchen durch diese Barken ersetzen, was ich tatsächlich überlegen würde, dass wir das so machen. Das heißt, wir kaufen jetzt zwei Barken und werden unsere Schoner hier Stückchen für Stückchen ersetzen. Wir haben genug Geld, das ist also kein Problem. Deswegen kaufen wir jetzt beide Barken, die sind auch ziemlich schnell dazu. Ja. Haben natürlich auch 50% höhere Kosten, aber sind auch hier in diesem Bereich, haben beim Tiefgang okay. Aber bevor wir das kaufen, gehen wir mal in die Auftragsliste und gucken mal, was nach der Barke noch kommt. Nach der Barke kommt nämlich die Fleute und die hat nur eine Geschwindigkeit von 10. Das heißt, wenn wir eine große Route machen wollen, sollten wir tatsächlich auf die Barke setzen. Ja, die ist relativ schnell. Und wenn wir hier eine große Route machen, ist Geschwindigkeit tatsächlich das A und O. Und ich würde sagen, wir kaufen uns die beiden. Und dann gehen wir hier raus und warten darauf, dass die Claudia angekommen ist. Und ich würde sagen, bis die beiden Schiffe ankommen, die Einfahrt hier, das können wir ruhig mal genießen. Da kommt der erste Konvoi, die Claudio. Ich würde sagen, wir machen mal ein ganz wenig bisschen schneller. Und da kommt die Claudio, wie sie direkt auf uns zufährt. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen zur Seite. Nicht, dass die uns hier voll ins Gesicht rammt. Da ist die Claudio, wie sie jetzt langsam nach Gibraltar fährt, um hoffentlich ihren Rum loszuwerden. Und ich muss zwischendrin mal kurz stoppen, dass wir nicht die Ankunft der Claudia
in Maracaibo vergessen. Und da ist sie auch schon. Wir machen mal langsamer. Und gleich ist sie da. Wir sehen das hier oben, dass sie noch nicht angekommen ist. Sie ist noch unterwegs. Ja, sie hat noch die Zielkoordinaten. Und jetzt ist sie da. Das seht ihr hier oben daran, dass die Zielkoordinaten verschwunden sind. Und dann gehen wir ein wenig näher. Gehen wir ein bisschen näher ran. Und gehen hier auf den Leuchtturm. Und werden... Ja, jetzt habe ich den nicht ausgewählt. Diesem Konvoi die beiden Barken zuweisen. Und die ist tatsächlich schon kaputt. Aber ich denke, das ist okay. Und denkt dran, der Plan war langfristig, dass wir das ersetzen. Und jetzt werden wir aber erstmal weitere Städte hinzufügen. Und zwar folgendes. Ich würde gerne hier oben, wir sind ja jetzt in Porto Cabezas. Und wir fahren von Port Royal hier rüber. Und von Coro fahren wir hier gerade hoch nach Santo Domingo, Port-au-Prince, Tortuga, zu dieser kleinen Stadt, die hat nämlich oder produziert nämlich Keramik. Und dann von da aus nach Port Royal und weiter. So. Deswegen möchte ich gerne einen relativ schnellen Konvoi haben und einen vor allem großen Konvoi, der viel laden kann. Und wir werden jetzt erstmal unsere Handelsroute entsprechend umbauen. Dass wir hier ein wenig oder weitere Städte haben. Und jetzt müssen wir halt genau gucken. Wir wollen von Coro, also erstmal Santo Domingo. So. Aber Santo Domingo soll nach Coro kommen. Dann Port-au-Prince soll nach Santo Domingo kommen. Passt. Tortuga kommt bitte nach Santo Domingo. Und dann fährt er hier rum. Dann können wir auch Isabella noch reinnehmen. Und Isabella kommt auch nach Santo Domingo. Dann die Stadt. Und die kommt auch nach Santo Domingo. Und jetzt habe ich, glaube ich, tatsächlich Grütze gebaut. Coro sollte vor... nach Gibraltar kommen. Dann gucken wir mal. Nein, das wollte ich nicht. Den müssen wir wieder löschen. Na? Wegpunkt löschen. So, das heißt, er fährt jetzt hier hin. Jetzt gucken wir mal ein bisschen genauer. Er kommt jetzt hier an. Fährt hier hin, fährt dann wieder weiter. Das gefällt mir nicht. Das heißt, von Maracaibo fährt er nach Gibraltar. Genau, dann nach Coro. Jetzt haben wir es. Und von Coro fährt er zuerst nach Santo Domingo. Dann nach Isabella. Dann nach... Ja, ist die große Frage. Zuerst da, ich würde sagen, wir nehmen zuerst... die Stadt nach Tortuga. Und dann nehmen wir Port-au-Prince nach der Stadt. Isabella allerdings nach Santo Domingo. Jetzt sind wir schon wieder ganz durcheinander. So, also, nochmal. Maracaibo. Erstmal noch hier unten gucken. So. Das heißt, wir werden nach dieser Stadt zuerst nach Maracaibo fahren. Das kommt schon wieder mal ganz nach unten. Also, wie ihr seht, das ist noch nicht ganz passend. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen dran arbeiten. Das heißt, von Bluefields, wir gucken mal von Anfang an.
Hier sieht's gut aus. So, das heißt, von dieser Stadt wollen wir nach Maracaibo. Passt. Dann nach Gibraltar und die beiden tauschen auch den Platz. Und dann nach Coro. Passt. Dann werden wir nach Coro zuerst nach Santo Domingo fahren. Passt. Dann Isabella, Tortuga und von Tortuga nach Baracoa, dann nach Port-au-Prince und nach Port-au-Prince nach Port Royal. Und von Port Royal werden wir hier hinfahren. So, jetzt werden wir die Route ein wenig optimieren. 0. Ja. Das passt. Hier fahren wir... Das ist sehr ärgerlich. Hier fahren wir voll durch den Sturm und gegen den Wind. Das heißt, wenn wir... Das heißt, so sind wir 24 bis 54 Tage unterwegs. Und... Nee. Das bringt nichts. Wir müssen hier tatsächlich hier einmal quer rüber. Bringt nichts. Da müssen wir durch. Und wir bräuchten 4.500 Fässer. Wir haben nur... okay. Da müssten wir vielleicht tatsächlich gleich nochmal ein paar Schiffe kaufen und das hier reinpacken. Wir haben aktuell definitiv zu wenig. Aber... Die Route ist trotzdem gut. Ja, wir gehen hier erstmal raus. Und dann gucken wir mal, was wir hier kaufen und verkaufen können. Als erstes, Santo Domingo hat als Produktion Obst, Mais, Seile und Kaffee und Törtchen, Backwaren. Also tatsächlich genau das, was hier draufsteht. Wir können mal gucken. Obst, Mais, Seile, Kaffee und Backwaren. Das passt. Dann gehen wir ein bisschen zur Seite, dass wir das auch noch sehen. Und dann gehen wir in die Handelsroute. Route bearbeiten. Und dann... Machen wir uns das mal nach da unten, dass wir diese Mole sehen. Und dann gehen wir nach Santo Domingo und werden das verkaufen. Obst werden wir hier kaufen. Das Ganze werden wir verkaufen. Mais werden wir hier auch kaufen. Verkaufen, 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 verkaufen. Seile können wir hier kaufen. Und der Rest wird auch verkauft. Kaffee war, glaube ich, auch auf Kaufen. Den Rest können wir hier verkaufen. Und Törtchen können wir hier ebenfalls kaufen. Jetzt muss ich noch einmal gucken, weil das ist hier... Doch, da ist es. Genau, Kaffee. Genau. Passt. Sehr schön. Nächste Stadt ist Isabella. Und da gucken wir auch einmal sicherheitshalber rein. Hier soll Produktion Hanf, Baumwolle und Ziegel sein. Dann gucken wir mal nach. Hanf, Ziegel und Baumwolle. Passt. Dasselbe Spätchen. Route bearbeiten. Isabella. Und dann werden wir hier Hanf kaufen. Baumwolle kaufen und Ziegel kaufen und alles andere werden wir hier auf Verkaufen stellen. So. Dann die nächste Stadt, Tortuga. Und jetzt habe ich hier wieder irgendwo Grütze gemacht. Das muss ich mal gucken. Ja, genau. Die Isabella fliegt raus. Genau, so.
Tortuga ist wichtig, denn auf Tortuga gibt es Holz, das wir überall brauchen. Das heißt, hier kriegen wir Holz, Steine, Rum und Metall. Passt. So. In Tortuga gibt es Holz, Steine, Rum und Metall. Und alles andere wird hier verkauft. So. Auch das fertig. Gehen wir mal zum nächsten. Das ist Barakoa. Und ich würde sagen, da verlassen wir uns mal auf die Bildchen hier unten. Das scheint ja schon relativ gut zu funktionieren. Dann würde ich nämlich Mais, beziehungsweise Weizen, Mais, Kohle und Keramik kaufen. Und alles andere hier ebenfalls verkaufen. So. Und der letzte Stopp auf unserer Karibik-Rundfahrt ist, nein, noch nicht ganz. Wir sind noch bei Port-au-Prince. Wobei ich tatsächlich am Überlegen bin, das rauszulassen. Aus Zeitgründen. Ich würde sagen, wir lassen den raus. Und fahren direkt nach Port Royal. Und hier kriegen wir eine ganze Menge. Nämlich Weizen. Und das kriegen wir hier nicht. Das können wir also verkaufen. Dann kriegen wir hier Zucker. Dann kriegen wir Baumwolle. Mal gucken, Baumwolle. Tücher, Bier kriegen wir hier auch, wird also gekauft. Dann gibt es hier, Tücher hatten wir. Dann Törtchen und ich glaube Metallwaren sind das, kann das sein? Luxuswaren, okay. Und Törtchen und die ganzen anderen Sachen werden hier verkauft. Sehr schön. Und da der Bedarf mittlerweile extrem groß ist, gucken wir mal, dass wir noch weitere Schiffe dieser Route zuweisen. Dass wir das mal voll machen, das Ding. Ja, wir haben hier 1300. Und dann gucken wir mal, was wir noch kaufen können. Schoner, Schaluppe, eine Brick. Wir schauen mal in Port Royal, was es hier für schöne Schiffchen gibt. Denn so wie es aussieht, ist tatsächlich doch die Masse der Waren wichtig. Und dann gehen wir mal hier in die große Werft rein. Und hier können wir tatsächlich zwei Barken kaufen. Das machen wir. Und sobald unser Konvoi hier angekommen ist, werden wir das hier hinzufügen. Und dann würde ich sagen, Leinen los für unseren neuen Konvoi, der in Maracaibo losfährt und sich jetzt hoffentlich den Wanst vollschlägt. Und als allererstes nach Gibraltar fährt. Und ich würde sagen, das möchte ich mir tatsächlich mal ein bisschen angucken. Jetzt geht es weiter nach Coro. Wir gucken, ob er sich jetzt den Wanst vollschlägt. Noch nicht ganz. Und jetzt geht es über die weite Welt in Richtung Santo Domingo.
Und ich würde sagen, noch reicht die Kapazität unserer Schiffe aus. Noch sind wir hier nicht weiter an die Grenze gekommen. Wir gucken mal, wie es hier bei diesen Orten aussieht. Auch 600, 900, okay. Hier sind wir jetzt bei 700. Oh, jetzt sind wir an der Grenze, wegen dem Holz. Jetzt sind wir an der Grenze angelangt. Und hier kann er dann schon wieder keine Waren aufnehmen. Okay, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Jetzt müssen wir ein bisschen langsamer machen. Und die Einfahrt genau beobachten. Zack. So, dann gehen wir einmal in Pause und werden beim Leuchtturm zwei weitere Schiffe hinzufügen. Also, wir merken uns, hier wird unheimlich viel gekauft. Ich vermute hier auch im Port Royal, weil hier Waren produziert werden, die wir sonst auf der Route nicht haben. Unter anderem Holz, um Sachen zu bauen. Jetzt gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Jetzt wird hier eine Menge verkauft. Und auch wieder eine Menge gekauft. Aber ich würde tatsächlich sagen, 1800 reicht hin. Dann gehen wir hier nochmal auf etwas höhere Geschwindigkeit und gucken mal, was in Corto Cabezas passiert. Ja. 700. Er geht auf 1000 hoch. 800, mhm. Also ich würde sagen, 1800 ist okay. Also da sollten wir nicht weiter herumfummeln. Das ist, denke ich mal, eine Zahl, mit der wir leben können. Ah, hier sind wir jetzt schon bei 1700. Okay. 1600. 1300. Wir gucken mal, mit was er... Wir gehen mal bis Maracaibo mit. Und werden mal beobachten, mit was er in Maracaibo losfährt. Und danach werden wir entscheiden, ob wir möglicherweise noch ein paar Schiffe hinzukaufen in Port Royal. Oder bei der nächsten Runde in Maracaibo. Na, wird es eine Menge verkauft? Nein, okay, das geht. Ja, okay, das bleibt so. Also, 1800 ist, denke ich mal, ein guter Wert. Wir sollten auch darauf achten, dass wir unseren Konvoi weiter updaten. Das heißt, mit den Barken, die hier sind. Na, das möchte ich weitermachen, dass wir jetzt nochmal zwei Barken kaufen demnächst und dann zwei Schoner dafür verkaufen. Und wenn wir dann alle vier Schoner ersetzt haben, haben wir nochmal weitere vier mal 50, also nochmal 200 Kapazität und dann sind wir bei 2000 und das sollte definitiv reichen. So, als letztes werden wir mit der Claudio unseren Rum hier verkaufen. Zack. Und das soll's auch für die Folge gewesen sein. Tatsächlich haben wir in dieser Folge nur unsere Warenproduktion erweitert. Und was in den nächsten Folgen noch ansteht, ist eine komplette manuelle Handelsroute. Ne? Also, wenn wir alle vier Schiffe unsere Schoner ersetzt haben, dann werden wir davon zwei nicht verkaufen und aus zwei werden wir eine Handelsroute machen, die hier oben rumfährt. Und das werden wir komplett manuell machen, um einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie kompliziert es ist. Damit ist. Und ich würde sagen, solange wir nicht im Krieg sind, können wir diese beiden Schiffe gucken nochmal. Na, schade, das kann man hier nicht sehen. Geschwindigkeit 11 Knoten. Ja, könnte man auch gucken, dass man mit diesen Schiffen dann hier oben noch was macht. Aber grundsätzlich möchte ich die behalten, um Aufträge zu erfüllen. Und ich denke, das soll es auch gewesen sein für diese Folge. Und jetzt gucken wir uns nochmal in Ruhe an, in den letzten paar Minuten, wie dieses Schiff nach Maracaibo einfährt.